Also die IFA ist nach wie vor der große Treffpunkt für Leute, die im weiteren Sinn in der Unterhaltungselektronik arbeiten, mit digitalen Medien zu tun haben. Die tatsächlichen Neuheiten muss man suchen oder wissen oder eben zum TechWatch kommen. Ansonsten fallen die nicht so ins Auge, wie es vielleicht früher mal war. Einfach weil heutzutage über die verschiedenen Medien die Neuheiten auch übers Jahr verteilt werden. Aber insgesamt sind die Entwicklungen ja so komplex und so viele verschiedene Dinge, also von Tablets und Mobilfunk hier auch ganz groß ist, über die klassische Unterhaltungselektronik, Fernseher, AV-Receiver-Technologie, gar nicht mehr so bedeutend, weiße Ware, Vernetzung von allem, das sind viele verschiedene Bereiche, wo sich dann auch die Neuheiten natürlich verteilen. Ich denke, wenn man sich hier im TechWatch umschaut, und das war schon länger auch immer ein Indiz, was sozusagen dann 2-3 Jahre später die ganz großen Themen sind, dann ist hier auch Vernetzung, das möglichst schmerzlose Miteinanderspielen verschiedener Geräte, das Thema, was am deutlichsten sichtbar ist. Das ist natürlich in vielen Exponaten auf dem Rest der IFA auch schon zu sehen, aber hier ist es noch ein Stück weitergeführt an verschiedenen Ständen. Wenn man sich 3D-Technologie anschaut, dann ist die zum einen an einzelnen Stellen wie im Kino, wenn es gut gemacht ist und aufwendig gemacht ist, so, dass die Leute wirklich da auch ihr Geld lassen und das ein wirkliches Gefühl der Immersion gibt. Da haben wir an anderen Stellen noch zu arbeiten. Einzelne Entwicklungen sind vorhanden. Das heißt, es geht jetzt um die Extrapolation, wie aus diesen ersten Ideen dann noch mehr kommen kann. Also auch das ist eine Frage der Zeit. Irgendwann werden wir 3D-Bild, ich hoffe auch ohne Brille, Autostereoskopie ist eine alte Idee, und 3D-Ton, da arbeiten wir auch dran. Da braucht es aber auch noch eine ganze Menge Vorarbeit, bis das massentauglich ist. So weit haben, dass es also auch weit Einzug in den Heimbereich fallen, haben kann. Also wir hatten ja bei 3D im letzten Jahr auch mit den sehr erfolgreichen Kinofilmen einen richtigen Hype. Und der führt immer zu überhöhten Erwartungen. Und 3D-Technologie hat auch ein paar prinzipielle Probleme von der Wahrnehmung her. Das heißt, unsere Augen müssen sich anders akkommodieren als das, was das Gehirn gern erleben möchte. Und das führt zu ein paar prinzipiellen Schwierigkeiten mit der Technologie, wo die Leute einfach nicht damit gerechnet haben, dass das jetzt tatsächlich nicht so funktioniert. Also die Leute, die sich auskennen, natürlich, aber die anderen nicht. Und das ist jetzt natürlich angekommen. Nach dem Motto, mit Brillen ist unbequem, autostereoskopisch hat Einschränkungen, wo ich stehe und wo das überhaupt geht. Und so weiter. Und das führt dazu, dass Erwartungen zwischendurch nicht erfüllt werden. Insgesamt denke ich, dass aber 3D auf jeden Fall irgendwo kommt. Wie andere Dinge, wie seinerzeit die Videokommunikation, spätestens dann, wenn es nicht wirklich einen Aufpreis kostet.